So, da sind wir jetzt mal wieder zu einem neuen Video und heute zeige ich euch unser neues Voggr V5. Ja, das V5 hat mir jetzt ein bisschen länger gedauert, da wir es nach einem anderen Prinzip gebaut haben. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz nett aus, so von der Optik her. Ich fliege mal rum. Natürlich wieder unseren schönen Pac-Man draufgepackt. So. Ja, das V5 hat unten, also da und da, also jeweils eine 32er Stich, die von mir ist. Dann in der Mitte, da wo die 5 ungefähr ist, ist die 9er Stich mal wieder vertreten. Hier in dieser Vereintiefung, sage ich jetzt mal, ist eine 24er Stich vom V4 und hier ist noch eine. Dann haben wir, da sind keine Kanonen, dann haben wir da eine Stichkanone, die irgendwie auf meiner Schematik gelandet ist. Kein Plan warum, aber ich habe es einfach mal eingebaut und gucken, wie sie ist. Und da haben wir die ganze noch mal. So, auf dem Dach haben wir jetzt auch mal Kanonen. Und dort haben wir hier 4 Artilleriekanonen. Also da eine. Es lag gerade ein bisschen. Da eine. Da eine. Und da eine. Ja. Und ich würde sagen, gehen wir doch gleich mal unten ins V5 rein. Also ich bin jetzt hier gerade in der Arena, ich bin jetzt gerade in Kersel, aber weil hier gerade keiner kämpft, habe ich mir gedacht, ja komm, machen wir es mal kurz und zeig mal kurz Voggr. Ja. Ich mache mal meine Sichtweite mal kurz auf Tiny, damit ich ein paar mehr FPS kriege. Und gleich wieder. Vielleicht schaffe ich, ich glaube drinnen müsste ich es wieder stabilisieren. Weil dann ja über mir jetzt alles generiert schon. Okay, es lägt mal wieder. So, hier der schöne Eingang, von dem man drumherum läuft, wie im V2 auch. Aber im V2 musste man ja so komisch machen und hier kann man jetzt einfach hochlaufen. So. Dann haben wir hier eine Pistentür. Und die geht, wenn ich es mal hinkriege. Ey, auf was habe ich denn hier alles gestellt? Mal schauen. Ich mache das mal auf 30 FPS. 30 FPS. Hallo, da die FPS, danke. Sehr vielleicht noch ganz praktisch die. Ne. Das war Fail. Grafikeinstellung, die Adder. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte auf die Performance. Ne. Quality. Details. Animations, genau. All of. Was noch kurz so? Naja, geht. So, Tür öffnen. Okay, das ist eine 3x3 Pistentür, deswegen die ist ein bisschen buggy. Auch wenn sie zu lag, wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich die aufkriege. Oder wir haben es gleich hingekriegt. Ja. Jetzt öffnet sich nochmal und ist wieder Zugang. Ich lag gerade hier ein bisschen sehr rum. Ich hoffe, das stabilisiert sich irgendwann wieder. Aber ich kann ja auch nichts mehr einstellen, oder? Ich werde tiny, manchmal die FPS runter auf 0. Fast, schnell, Minimum, fast, move, Quality. Das war jetzt alles auf off. Also off ist auf jeden Fall faster. Warte mal, überall off. Nee. Off, off, off und off. Also ist hier das Beste. Hier ein Linear. Ah, okay, gut. Und das müsste jetzt gehen. Jetzt haben wir 20 FPS im Menü. Mal schauen, wie es aussieht. Welch 22, 27. Ah, okay. Jetzt hat sich stabilisiert. So, ja, da wird ein bisschen was im Chat geschrieben. Ich mache jetzt einfach mal mehr Spieleinstellung. Chat verstecken. Damit das nicht nervt. Jetzt ist da gerade was geöffnet. Und wir gehen durch diese schöne 2x
3 bis oder 2 mal 3. Und da kommen wir hier in die Brücke, die diesmal ein bisschen kleiner gehalten ist. Fangen wir mal hier an. Wir haben hier drei Schadenssensoren. Die sind so beschriftet, dass man von, wenn man drauf guckt, alles versteht. Also Brücke vor, nee, Schaden vor der Brücke. Okay, das ist dann wirklich vor der Brücke. Und hier ist es genau falsch rum irgendwie. Schaden links neben Brücke, weil wenn ich mir jetzt so drehe, ist da links. Aber es ist für hier. Also wenn ich so rumstehe, ist ja hier links. Und dafür ist das gemacht und das ist eben rechts. Also da. Ist komisch, aber ist halt so. Haben wir hier die Scheinwerfer, das sind draußen diese Lampen da vorne, rechts und links, sieht man ja. Die kann ich jetzt hier ausschalten. Dann sind die aus. Aber lassen die mal an. Ja, der sieht noch so. Ja, so machen wir wieder an. Mit, ja, jetzt ist es natürlich nicht an, mache ich so. Dann können wir hier die Brücke abschotten. Lege ich mal um. Jetzt geht da das Fenster zu und diese Tür geht nicht mehr auf. Nicht mehr. Wenn ich jetzt wieder den Modus behebe, funktioniert die Tür wieder und der Schott ist wieder auf zum Rausgucken. Ja. Den Eingang verschließen, das kann ich auch mal kurz zeigen. Also hier passiert jetzt nichts direkt, aber das ist eben dazu da, dass wir jetzt. Hä? Hier, okay. Dass wir jetzt halt hier vorrennen und dass halt dann hier niemand mehr durchkommt. Also wir jetzt von innen auch nicht mehr raus und von außen, wenn man den Knopf drückt, kommt man auch nicht mehr hinein. Ja. Dann wäre es das auch eigentlich schon mit der Brücke, weil mehr hat die. Doch eine Sache hat die Brücke noch. Jetzt warten wir wieder auf. Und zwar können wir hier noch das Brückenlicht steuern. Das ist jetzt hier diese Lampenreihe und hier vorne die. Nochmal. Hä? Ah, okay, jetzt. Also jetzt sind wir wieder an. So, dann gibt es hier einmal den Weg da lang und da lang. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier da lang, also hier nach links. Und kommt dann von oben wieder da runter halt. Und kommt, sind wir dann wieder hier. So, gehen wir mal hier lang. Und wie er schon draußen erzählt, hier ist die 32er Stich, die ich gemacht habe. Delay halt. Und dann tue ich mir jetzt mal einen TNT-Block. Hier, da, TNT. Und füllen wir da mal auf, schnell. Hier sind 32er halt. Die läuft auch nur mit Druckplatten. Ach, mit Druckplatten. Mit Half-Slabs und noch nicht mit Bauständen und Zäunen, weil ich habe da was eingebaut und dazu muss das eben so sein. So, hier vorne noch vier extra TNT und hier, auch wenn hier so eine Einkerbung ist, dann kein TNT hin. Wird man jetzt sehen, warum nicht. Zwar deswegen nicht, weil da kommt das Wasser runter. Hat er ja vielleicht eben gesehen, dass da kein Wasser war. Und man sieht jetzt auch hier, dass diese Slabs hochfahren können per Pisten. Also ich mache jetzt noch mal einen kurz. So. Holt gleich wieder rum, also Double Piston Extender und dann fahren die Slabs hoch, das Wasser kommt an, dann gehen die kurz runter, die fahren wieder hoch, weil das Wasser muss ja noch ablaufen und sonst würden die Fackeln kaputt gehen. Und die fahren halt hoch, weil der Schott ist hier. Das ist der Schott und das ist halt hier ein zu tief, deswegen fahren die halt hoch. Damit das dann passt. Und jetzt ist auch hier überall dieses Feature in den Kanonen eingebaut. Dass man halt, wenn man reingefallen ist, jetzt schon im Voraus, weil wir Supporter können zwar alles schon so machen wie jetzt, weil es geht ja auch nicht los, der Kampf gerade, der schon sozusagen angefangen hat. Aber jetzt zum Beispiel irgendjemand, der mit dem Wurgel kämpft und kein Supporter oder irgendeinen anderen Rang hat, also außer User, ist dann halt hier drin und kommt natürlich jetzt nicht mehr hoch. Scheiße, gell? Dann kann er halt, also das kann man machen, diese öffnen, kann er nicht halt hochgehen und hier hoch. Das öffnet ja wieder zu und kann halt weiter wieder beladen. Und so hat es halt den Sinn. Kann von beiden Seiten drücken, so wie immer. Hier vorne halt das Delay einstellen. Und ja, dann kann man halt hier diesen schönen Weg hochlaufen. Ach ja, eine Sache gibt es noch zu der Kanone. Dadurch, dass das Wasser von hier oben kommt und da runterläuft, gibt es ein Problem. Und zwar, diese Kanone hatten sozusagen ein, ja, wie soll ich sagen, ja, Blickproblem, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar, wenn man sie nicht anschaut, also so wie jetzt, ich schaue die Kanone an, wenn ich jetzt so machen würde, würde die Kanone sich hochjagen. Wenn ich so jetzt mache, während sie schießt, geht sie. Voll komisch, aber ist so. Jetzt laggt gerade ein FPS, okay. Das laggt gerade richtig rum gerade. Mal ins Pause-Menü gehen, damit sich wieder stabilisiert. Immer noch ein FPS. Es geht ab.
Hallo? Ah, 26. Okay, 30 FPS. Ja, und da muss man sich dann halt entweder hier hinstellen, in dieser Ecke, und dahin gucken. Oder man stellt sich da drüben in die Ecke. Das sieht dann halt so aus und schaut zu der Kanone. Man kriegt keinen Schaden, weil 5 Blöcke halt Entfernung. Außerdem durch den Double Piss nichts hin, aber es wird nochmal nach vorne geschoben. Also man kriegt hier auf jeden Fall keinen Schaden. Jetzt geht schon wieder mein FPS runter. Und von hier kann man es halt angucken. So, dann gehen wir da jetzt mal hoch zu den nächsten Kanonen. Hier ist jetzt nicht beleuchtet hinten, weil hinten ist dann die Wand schon. Deswegen ist nur vorne immer beleuchtet. Ist aber nicht so schlimm, wenn man auf Feld spielt. Und vielleicht schon wieder rum. Oh mein Gott, jetzt muss ich neue Sachen generieren von Morgia. Oh mein Gott, 5 FPS, wieder ins Pausenmenü gehen. Tut mir leid, dass es gerade so ist, aber ist leider gerade nicht zu vermeiden, weil auf dem Server gerade eh alles ein bisschen laggy ist und so. Es laggt also dauerhaft irgendwie rum. So, jetzt haben wir wieder die 30 FPS und laufen weiter. Hier haben wir jetzt die 24er. Okay, mal kurz drücken. Das hier ist so ein Bug von der 24er, dass da vorne der eine Block dann fehlt. Mal kurz auslösen und ja. Schon ist der Block wieder da. Genau. Jetzt sieht man auch hier das. Also das Wasser würde, wenn die Baustelle hier nicht wären, einfach die Fackeln wegspüren und da helfen die Slabs dann auch nur was, wenn sie hochfahren, so wie die Baustelle halt. Aber diese extra, das ist eigentlich dieselbe Kanone wie hier die, nur dass eben das Wasser von oben kommt und nicht da schon ist. Und nehmen hier nur vier Treibladungen dadurch auch extra, also hier nicht. Und eben das hier eben diese 2, also 24 plus 8, das ist ja genau eine Reihe sozusagen, sind ja 32 und genau diese Reihe, wo die Bruchstellen jetzt sind, sind das. Deswegen werden die auch nach oben gedrückt. Ich hätte es natürlich nach oben erweitern können, aber nein, ich wollte es halt ein bisschen tricky bauen. Ja. Schieße ich auch nochmal mit der. Es macht ja eh nichts kaputt, aber halt nur zum es funktioniert Effekt halt. Ich könnte theoretisch einen Schusstest machen. Das wäre nicht auch eine ganz gute Idee. Aber es ist auch dumm, dass ich in der Arena blockiere dann. Für so einen Test. Ich mache jetzt einfach mal so. Und vielleicht ist dann ja in der Zeit jemand gekommen, während wir hier halt befüllen. So. Die extra Treibladung, die oben sind. Erst nach dem dritten Schuss bitte beladen. Also beim dritten Schuss. Also die ersten zwei Schüsse nur mit unten den, also mit denen hier überall hier. Die da. Und oben die erst bei dem dritten Schuss. Jetzt hier mein FPS wieder ein Killer. Weil sonst hat es zu viel Power. Das TNT vorne, die Projektile. Und dann macht man halt weniger Schaden. Deswegen zum Anfang nur so. Und beim dritten Schuss kann man dann die mit zumachen. Muss man aber nicht. Die Lame müsst ihr eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist halt nur so ein Feature, falls man es machen will. Aber muss man eigentlich nicht. Ja. Zünden. Das funktioniert halt auch so. Die gehen immer auf, aber ist ja egal. Genau. Und jetzt hat es geschossen und jetzt ist da wieder ein Blockfehler. So. Genau. Gehen wir jetzt mal hier hoch und hier haben wir die 9er Stich. Bei der 9er Stich kann man natürlich nicht hinten raus, deswegen haben wir hier ein Feature. Da ist eine Tür und sobald, wenn ich jetzt reinfallen sollte, kann ich einfach zu der Tür schwimmen. Hier so. Das dauert ein bisschen. Man kann dann die Tür zumachen, kann dann hier hoch, das aufmachen, raus und wieder zu. Schon ist man oben und draußen. Und meine FPS gehen wieder in den Keller. Mal wieder. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich spiele eigentlich immer auf diesem halt so wie jetzt. Aber will halt gerade nicht. Und ich habe auch gerade nur Zeit, deswegen muss ich das Video jetzt aufnehmen und ja. FPS geht mal bitte wieder hoch. 2, 3, oh, und da geht es wieder hoch auf 30, das ist so schön. Ja, die geht natürlich auch, die, da geht es trotzdem nochmal, auch wenn man sie jetzt schon so das dritte Mal jetzt in einem Wargear sieht, also jedenfalls in unserem Wargear. So, beladen, geht ja recht schnell und zünden. Und jetzt ist auch der Ansitzer besser verbaut, wie man da jetzt sieht, ist da kein Repeater mehr. Hä, kein Rückstoß? Wahrscheinlich fliege ich gleich noch weg. Ich habe gerade wahrscheinlich Zeitüberschreitung auf dem Server. Hoffen wir mal, dass sich das wieder stabilisiert. Gehen wir hier irgendwie. Ich kann ja jetzt nicht T drücken und so. Hoffen wir mal, dass es gleich wieder geht. So, und jetzt was geht es jetzt hier hinten runter und powert von hinten, also unter der Leiter. Powert jetzt einen Repeater, diesen Block hier, damit es eben der Ansatz komplett wird. Ist halt jetzt die neue Variante. Sieht aber auch ganz nett aus. Gleich wieder. So, hier haben wir dann wieder die 24er. Und wenn ich jetzt hier wieder runter gehe, halt
wieder die 30er. Ach ja, 32er. So, das war jetzt zwar gegen meinen Ablauf, aber egal. Gehen wir halt jetzt hoch. Und oben gehen wir hier hin. Hier haben wir jetzt vier Artilleries, die alle so aufgebaut sind. So, so, so. So, 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 so. So halt. Dann drückt man den Knopf. Hinten zündet. Wasser kommt ran. Vorne, bam, und es müsste wegfliegen. Ja. Lag. Ein FPS. Ein ganzen FPS. Zwei FPS. Wieder mal so machen. 11, 4, 5, 6, 2 FPS. 8 FPS haben wir jetzt. Jetzt wieder 3. Mal schauen, wenn es wieder besser wird. Ja, wird irgendwie nicht besser. Also unten rechts hier in der Ecke ist meine FPS-Zahl. Wird irgendwie nicht mehr. Dann mache ich jetzt mal kurz einen Cut, bis meine FPS-Zahl mal wieder oben ist. Und wir sehen uns dann einfach gleich wieder nach dem. So, die FPS-Zahl ist jetzt wieder angenehm auf 30, was sie wahrscheinlich nicht lange bleiben wird. Also die Kanone funktioniert. Wir haben die hier viermal, also hier zweimal rechts neben der Leiter, ach ja, links und hier rechts. Und dann gehen wir die FPS wieder runter. War mir irgendwie sehr klar. Egal. Warten wir kurz. Hier wieder ins Pausemenü und Kekse wieder. 3, 7, 5, 4, 8 FPS, wieder 2 FPS, 1 FPS. Mal schauen, ob das noch was wird. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf zurück zum Spiel und versuche mal irgendwie noch den Rest zu zeigen, auch wenn es jetzt gerade so rumruckelt. Egal, also hier haben wir eben nochmal und dann geht es hier jetzt schon zu den letzten Kanonen, wenn wir das mal schaffen bis dahin. Nach unten gucken, das ist eigentlich immer am besten, weil das nicht so viel generieren muss. Jetzt habe ich mit der Leertaste gedrückt, wahrscheinlich werde ich aber nicht nach unten fallen. Ich möchte den Boden wieder. Und wir kriegen es nicht hin. Gehen wir wieder ins Pausenmenü. Yay. Ja, sorry, dass das Video jetzt gerade so schlecht wird, aber ist halt leider so. Und ja, mein netter Kollege, der mit, oh, der mitbaut, ist nicht da. Yay. Super cool. Er weiß auch nicht mehr, dass das Projekt fertig ist. Ich habe es selber fertig gebaut. Yay. Ich trinke erstmal was kurz und mache in der Zeit mal wieder einen Cut, bis meine FPS wieder oben sind. Yay, mal bist du. So, die FPS sind mal wieder oben, was sie wahrscheinlich nicht lange wieder halten werden. Aber egal, wir sind jetzt von hier oben nach hier unten gegangen kurz. Und hier ist jetzt hier Kanone, die nur auf meiner Schemette irgendwie gelandet ist. Keine Ahnung warum. Ich befülle sie mal. Das ist nicht schwer. Ich weiß auch nicht genau, von wem sie ist. Falls du, Mensch, bitte das Video gucken tuten solltest. Ja, bitte Deutsch. Sag mir bitte Bescheid, wenn es deine Kanone ist. Und wenn du was dagegen hast, natürlich, dass ich eingebaut habe, baue ich sie wie auch wieder aus. Ist mir dann auch recht, weil es ist ja immer deine Kanone. Und ich bin schlau, also es kann jetzt nicht irgendjemand schreiben, hier, das ist meine Kanone. Ja, ich weiß schon ungefähr, dass es jemand vom Server-Team wahrscheinlich gewesen ist oder so. Und wenn, sollte die Kanone dann noch aufbauen. Ja, bevor ich sie dann ausbaue. Weil jemand schreibt, dass sie ihm gehört. Also bitte nur die Originale, Besitzer schreiben. So, Hebel umlegen. Kanone zündet. Geht auf und boom. Hat geschossen. Und wieder fertig. Ja, dasselbe haben wir natürlich auf der anderen Seite auch nochmal.
Wenn ich... Oh, die FPS bleiben oben. Und jetzt gleich gehen sie wieder runter. Ja, hier ist halt nochmal die Kanone halt. So. Diese Arti werden viele von euch kennen, weil das ist nicht direkt meine Arti. Die habe ich nicht gemacht. Weil ich kann das ja nur mit Stichs und so. Und ja, da hat halt die mein Kollege gebaut. Und ich habe sie halt dann nur, also normal ist die mit Hebel. So wie die da unten, da Hebel und so halt. Und ich habe dann einfach die so umgebaut, dass sie per Knopf funktioniert, weil das Wasser muss ja dann neu getimt werden. Und das habe ich dann mal gemacht. Und jetzt geht's hier. Dann haben wir hier noch einen Raum, und zwar zum Ausguck. Läuft man jetzt hier durch. Es wird auch nicht dunkel, weil im Boden hier da Redstone-Lampen sind. Ach, Glowstone. Laufen wir mal hier vor. Hier ist jetzt eine ganz normale Tür einfach. Läuft man durch. Hier hat man jetzt so ein Ausgucken schön. Jetzt meine Render sind natürlich ganz unten. Das würden wir die Arena sehen. Ich kann mal gucken, ob es vielleicht hochgeht. 14 mal machen. Aha, Pro 14 macht auf sich zweite 14. Neu generieren lassen alles. Den Minimap sehen wir es ja, aber hier ist jetzt nichts zu sehen. Doch, den Boden sehen wir. Okay, ist generiert. Ah, okay, der generiert schon. Und wir haben trotzdem 20 FPS. Zwar jetzt auch nicht das Beste, aber... Oh, sie gehen jetzt tiefer. 16, 15. Ja. Ich glaube, gleich haben wir nur noch 3 oder so. Aber wir lassen es mal kurz generieren. Damit wir sehen, was wir hier so alles sehen können. Also man sieht wirklich das komplette Wurgia. Wie man ja unten sieht, ist ja... Da, dieser Punkt halt, wo das Wurgia anfängt sozusagen, und man sieht es wirklich komplett. Also, ist schon ein perfekter Ausguck eigentlich. Man sieht wirklich das komplette Wurgia des Gegners. Ich kann man sich überhaupt nicht beschweren bei diesem schönen Ausguck. Ja, haben wir dann die Rückseite gleich. Los, generiere. Und da generiert sie. Dadurch geht es wahrscheinlich nicht schneller, aber es sieht irgendwie schneller aus. Sieht irgendwie voll komisch aus. Und sie ist gleich fertig. Los, mach hin. Okay, ich glaube, das reicht. 8 FPS wieder. Ich mache wieder runter. Man hat ja jetzt gesehen, dass man die komplette Arena sieht. Und dann wieder 30 FPS. Und jetzt können wir noch, nachdem wir hier das Licht ausgeschaltet haben, die beiden Lampen, die Tür geht immer noch. Aber wenn jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche sagen, hey, wie hast du das gemacht oder so, ganz simpel. So, und dann haben wir hier, wie im V4 schon, zwei so Schützenposten, wo wir halt hier so rausschießen können. Wir können auch komplett aufs gegnerische Wurgia. Ist auch so schön gemacht, wie der Glaskasten hier. Wenn es auf ist, kommt ja Sonnenlicht sozusagen rein. Also deswegen sind die Lampen aus. Wenn wir es halt zumachen, sind zwar E-Fenster, aber weil die so rot sind, wird es dunkel hier drinnen dann auf einmal. Und deswegen sind da zwei Lampen. Hier drüben sind halt hier die Lampen und hier halt da selber. Nur spiegelverkehrt. Man kann auch schön schießen. Ich habe schon getestet im Kampf. Ja. Und dann wäre es das mit dem Wurgia. Jetzt läuft man natürlich hier durch die Technik, was nicht so schön ist. Aber musste halt so sein. Jetzt gehen wir noch aufs Dach hoch. Da waren wir ja auch noch nicht. Jetzt können wir natürlich hier runterfallen, weil kein Zaun und so. Obwohl wir natürlich auch hier auf den Pac-Man springen können. Der natürlich auch richtig schön gelungen ist. Also das hat wirklich am längsten gedauert. Hier dieses. Also ich habe ja erstmal den Pac-Man gebaut. Weil Pac-Man hier, das ist noch die Neuner. Vielleicht, ja, hier ist noch Technik der Neuner. Das ist dieser Repeater, den ich umgebaut habe. Oh mein Gott. Ja. Dann ist halt hier die Neuner hinter dem Pac-Man. Und geht dann halt hier so im Kreis. Habe ich so gezogen. Noch ein Kreis und immer größer diese Kreise. Und ich war irgendwie hier so oder so. Da habe ich dann mal ausgerechnet, wie viele ich noch machen muss. Da hatte ich irgendwie dann so 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. Das heißt, ich war hier. So, jetzt sind es 7. Und ja, warum sich jetzt mal die fragen, warum das hier so auf einmal zweilückig ist. Hier oben der Abstand ist immer gleich. Also hier. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Und dann gab es halt hier keine Rundung mehr, wie man ja sieht. War dann halt so.
Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Das haben sie natürlich auch. Ja. Genau. Unten dann auch. Hier unten sind auch die Treppen mit, die hier nach unten dann halt gehen. Auch mit in diesem Muster einbegriffen. Ja, sieht, es geht jetzt hier runter da. Geht dann hier rüber. Geht dann hier unten in die Treppen und die Treppen gehen rüber und dann geht es halt drüben wieder nach oben. In dem Kreismodus eben von Pac-Man. Ja. Genau. Dann hier oben ist ja halt noch von den Artis der Shot. Hier, wo man halt dann hier bei den Artis rumgeistern kann. Hier so, hey Artis. So, ist wieder zu. Und, oh, da ist jemand gekommen. Da machen wir doch jetzt noch gleich einen Fight. Wäre doch eine ganz gute Idee. Mache ich jetzt mal T-Slash. Oh. Mein Chat ist aus. Optionen, mehr Spieleinstellungen. Chat zeigen. Okay. So, dann machen wir doch jetzt mal noch einen Kampf hinten dran. Das wird doch vielleicht ganz nett. Was will ich jetzt? Was mal V. Wenn ich es noch auf 3 krieg, damit ich wieder sichtbar bin. So, und jetzt noch T slash. Wenn das mal dann funktioniert. Ein FPS ist richtig praktisch. Jetzt auch noch, wenn wir gerade kämpfen wollen. Können problematisch werden. Please mehr FPS. Please, 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 please. Was? Das ist voll doof. Einer schreibt mal klicken, will dann aber das falsche Kick. Klick. Okay. Kapiere ich nicht. So, machen wir doch kurz Cut rein. Wir sehen uns dann gleich im Wurgia, wenn der Fight beginnt. Oh, die 30 FPS sind zurück. Oh mein Gott, ich habe nichts gesagt. Okay. T slash WGK. Start. Boom. Und da geht's los. Ich gegen die Feuerwehr. Oh mein Gott. Ich kämpfe gegen die Feuerwehr, wo ich auch selber bin. Das ist jetzt nicht so praktisch. Egal, ich habe ja nichts kaputt gemacht, müsste ja alles funktionieren. So, Tür geht diesmal auch direkt auf. Das finde ich nüß. Das finde ich richtig nüß. So, gleich fertig, okay. Alles ist schlau. Wir werden wahrscheinlich nichts in der Brücke machen, deswegen schalten wir hier gleich mal ab. Den Eingang können wir auch gleich verschließen, wenn jemand kommt. Brückenlicht, mal kurz hier ausmachen und wieder anmachen, damit es sich generiert. Hier das auch kurz außen wieder an. Schaden haben wir nicht. Und dann schießen wir doch gleich mal mit den 32ern. So, noch 20 Sekunden. Oh. Hey, bei meinem kleinen... Bei welchem kleinen WG? Das ist voll groß. Was hat er nur? Okay, vielleicht hat er... Ja, nee, er hat kein Doppelpunkt D gesetzt. Oder einen anderen coolen Smiley. Bei welchem kleinen WG läuft? Wer hat einfach Leben verloren? Oder hatte der die 16? Hä, was geht denn bei ihm ab? Okay. So, stellen wir uns darüber. Um zu gucken, ob es funktioniert. Müsste eigentlich gehen, dass wir keinen Schaden kriegen. Hoffen wir es mal. Und wir haben ein halbes Herz Schaden. Aber es hat funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Vielleicht geht es ja auch anders, dass wir uns irgendwo anders hinstellen. Was auch nicht gerade viel weiter weg ist. Vielleicht kriege ich es hier hin. So, machen wir hier hin. Laufen wir. Hier war ja der andere. Ich stelle mich, glaube ich, mal jetzt hier hin, einen Block noch weiter weg.
zünden, stelle ich mich jetzt mal hier in einen Block weiter weg nochmal. Und ich krieg trotzdem halbes Herz Schaden. Aber es klappt immerhin. So, schießen wir doch jetzt noch zweimal mit der anderen. Haben dann zwar ein bisschen Schaden kassiert, aber weniger als er. Ja. Mal auffüllen. Oh. Auffüllen. Er schreibt auch nichts. Deswegen nehme ich mal an, er ist konzentriert aufs Schießen. So wie ich. So. TNT der. Hallo. So, danke. Okay, Inventory Tricks ist nicht immer super cool. Okay, mal schauen, wie weit ich mich wegstellen kann. So, jetzt gehe ich mal hier in den Gang. Diesmal zwei nach hinten. Oh, hat geklappt und kein Schaden. Das ist doch schön. Also einfach zwei nach hinten in den Gang. Haben wir jetzt mal abgeändert. So. So, da war es hinterher wieder. Dahin, dahin, dahin. Zünden und wieder in den zweiten des Ganges, also in den. So, hierhin. Und hat auch geklappt. Perfekt. Vielleicht war es auch nur irgendwie laggy oder so, dass es nicht geklappt hat. Aber, geht. Ich schieße einfach mit jeder, die wir noch haben, sozusagen. Es werden ja nicht alle, weil sieht nicht so aus, als ob er schon sehr viel hier gemacht hat. Und er hat schon wieder Leben verloren. Was macht er denn? So. Ich habe ja gesagt, oben nicht. Deswegen mache ich das so nicht. Hier müssen wir eigentlich nicht aufpassen, deswegen läuft mal hoch zur 9er. Ja. Da ist mein TNT nicht mehr da. Und doch, es ist wieder da. So. Hier so mit der 9er schießen. Und jetzt noch mit der hier schießen. Mal schauen. Beim ersten Fight mit dem Borg hier war es irgendwie so, dass keine Kanone funktioniert hat, außer die 9er Stich und die von dem, der so irgendwie auf meiner Scheinwerte gespeichert hat. Sonst ging keine einzige Kanone. Also nicht die 24er, nicht die 9, also die 9er schon. Aber zum Beispiel hier, die ging nicht, die hat sich hochgejagt. Jetzt ging sie, okay. Finde ich gut. Und er hat noch 10 Leben. Ich hatte zwar auch ein bisschen Leben verloren, lag aber an den Testen, wie weit ich mich wegstellen muss. Dann schießen wir da jetzt mal mit der Arti und hoffen, dass die jetzt funktioniert auch. Dann wäre es nämlich so, dass alle funktionieren. Wahrscheinlich. Und deswegen befüllen wir einfach mal. Drücken den Knopf und rennen weg, weil kaputt und so. Und ja, kaputt und so. Habe ich ja gesagt. Dann schießen wir mit der. Hoffen, dass sie nicht kaputt und so geht. ja, so, so. Nee. So. Rennen wir einfach weg und gucken es von hier an. Oh mein Gott, die ist auch kaputt gegangen. Au. Hä, hey, wo hab ich jetzt gerade Schaden gekriegt? Okay, die Artis gehen auf jeden Fall nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Machen wir das Wasser weg. Oh, hello. Wenigstens ist sie hier heil geblieben. Und, oh. Ja, okay. Er hat nur die Luft geschossen. Was habe ich so gemacht bei ihm? Wer ist denn das für ein Urgier? In welcher Kanone waren das? War das mit der 9er? Nee. Das war mit der 24er mit der einen. Ja, das mit den. Hat aber bis hinten dann durch, finde ich gut. Hier drüben natürlich auch nur angekratzt sozusagen. Ja, oben auch. Was? Mal Gastnetz getroffen. WTF, ich bin aus dem WG raus. Und die. Hä? Okay. Wie hast du denn nicht getroffen? Hä? GG.
Okay. Er hat auf jeden Fall mit der hier die ganze Zeit geschossen. Keine Ahnung warum, aber hat er halt. Egal. Dann würde ich sagen, wär's es dann mit dem Video. Ja. Warum die Artis nicht funktionieren, kein Plan. Vielleicht mache ich nochmal ein neues, also mache ich nochmal eine neue Schematik. Theoretisch haben sie aber immer funktioniert beim Testen und so. Kein Plan, aber. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt da an Lags oder so. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Daumen nach oben für dieses Video. Und ja. Hier ist Igo was. Hi Igo was. Bis zum nächsten Video. Vielleicht ja von vor 6 schon. Weil, ja. Kein Plan. Egal. Dann halt. Ciao.